Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Don't Shit Your Pants, a Survival Horror Game. Ich finde, wir haben in letzter Zeit einfach viel zu viele schlechte und unausgereifte und ja, irgendwie so billige Produktionen einfach auf dem Channel gezockt. So Zeug, wo ich mir so denke, so, warum soll ich das spielen? Das hat kein Niveau, das hat keinen Tiefgang, das hat einfach gar nichts. Und das Spiel hier, das haben auch schon viele, viele andere YouTuber gebracht und dadurch, ja, haben die irgendwie so eine Erleuchtung gehabt, habe ich immer so das Gefühl. Das ist einfach was, das verändert dein Leben, das gibt dir was. Also, don't shit your pants, da geht's darum, man soll sich halt nicht einscheißen. Wortwörtlich. Da geht's um Typen, der muss kräftig mal aufs Klo, wirklich mal richtig, richtige Stange Dreck aus dem Rücken drücken. Und deswegen, wenn wir das jetzt spielen, to start, type play. Kann ich das hier, funktioniert das hier? Okay, schön. Play. Alles klar. Lass mal loslegen. Das ist der Typ, you really need to take a shit. Und das Survival Horror Game, finde ich, ist auch eine geile Beschreibung. Wir haben nur noch ganz, ganz wenig Zeit. Okay, you really need to take a shit. Shit. Ja, und das hat er sich eingeschissen, logischerweise. Ist vielleicht nicht so die beste Aktion gewesen. Ist so ein bisschen im Stil der alten Text-Adventures von damals. Das heißt, man muss die Befehle eingeben. Man hat jetzt nicht direkt die Möglichkeit, irgendwie zu klicken oder sowas, ey. Und man kann so verschiedene Awards eben erhalten für die verschiedenen Endings. Thinking and shitting inside the box. Geil. Okay, lass mal weitermachen. Ich hab da Lust drauf, das weiter auch so... Okay, you really need... walk. I don't know how to walk. Das ist super. Door. Open door. You try pushing the door. Okay. Slam... Door. The door is already closed. Ja, brech sie ein oder irgendwie sowas. Sit. See. Aha. You're running out of time. Okay, warte. See. Ich meine see. You have no hair. Take off shirt. I don't know how. Box. Shit. Box. Verdammt. Ich hab... Wie soll man das... Run. I don't know how to run. Warum weißt du denn nicht, wie das alles geht? Jetzt hat er sich schon wieder eingeschissen. Das fängt ja echt irgendwie unglaublich beschissen an. Regelrecht, habt ihr den Wortwitz verstanden? Das fängt beschissen an. Ey, das ist genau mein Spiel. Wirklich, Leute, ich sage euch das ganz knallhart, das ist genau mein Spiel. Ich muss nur noch so ein bisschen, was kann man denn hier noch alles machen? Warte mal, so close, jetzt so far. Okay, also die Türe muss man ja irgendwie aufmachen können eigentlich. Ich gebe mal ein Play. Also Open Door hat ja nicht funktioniert. Kick Door. Okay, also das Treten, die ganze Aufregung des Tretens hat ihn dazu gebracht, sich auch einzuscheißen. Okay, Leute, es muss irgendwelche weiteren Möglichkeiten geben. Selbstverständlich gibt es irgendwelche... nochmal look, also nochmal look around. Hier ist von dem... Okay. You have a room with a door. Okay. Die Türe kann er immer noch nicht wirklich aufmachen. Das heißt, es muss doch irgendeine Pee... I don't know how to pee. Okay, das weiß ich auch nicht, wie das geht. Bathroom. Okay, toilet. I don't know how to toilet. Find toilet. Find something. Finde doch einfach mal irgendwas. Jetzt, wie, was ist denn das für ein Typ? Der kann ja gar nichts. Walk around. Fart. Geil. Jetzt hat er gefurzt. Und dadurch, dass er gefurzt hat, ich dachte, das nimmt ihm vielleicht ein bisschen Druck aus dem Hintern raus, hat er sich eingeschissen. Also weitere Möglichkeiten, was können wir denn noch machen? Irgendwie so, walk left. I don't know how to walk left. Look right. Look door. It's a door, alles klar. Look pants. Schau mal in deine Hose. You find some pills for stomach relief. Okay, it's... Okay, take pills. Die brauchen zwar 45 Sekunden, um irgendwie zu wirken, aber das ist egal. You already ate the pills. Okay, wie kann man das denn jetzt... Ja, das ist irgendwie alles ein bisschen scheiße. Puke. Er soll kotzen. I don't know how to puke. Eat. Ess irgendwas. Das bringt bestimmt auch supermäßig viel. Oder, verdammt, ey. Es ist echt schwierig. Vielleicht muss man die Pillen irgendwie von Anfang an nehmen. Ich probiere das nochmal hier. Play. So, take pills. Okay. Das Problem ist halt echt, man hat nur 40 Sekunden Zeit und die Pillen brauchen 45 Sekunden, bis sie irgendwann mal wirken. Das ist irgendwie echt ein bisschen scheiße. Okay, look, head. Vielleicht mal auf seinen... Jetzt hat er geweint. Das ist irgendwie ein bisschen sad jetzt gerade eben. You shed a single tear. Jetzt hat er gerade eben angefangen zu heulen. Finde ich nicht gut. Walk
Ach verdammt, er läuft halt nicht. Das ist auch so ein Problem. Run right. Vielleicht läuft er irgendwie run door. I don't know how to run door. Ey, du weißt doch, was ich dir sagen will. Das hat auch das Problem. Man muss irgendwie die Befehle rausfinden. Jetzt lasse ich ihn nochmal sich einscheißen. Aber die Pillen, die wirken echt nicht. Egal, wie früh man die nimmt. Das kannst du komplett knicken. Das kannst du komplett knicken. So, ich habe jetzt gerade eben mal kurz die Beschreibung gecheckt und da steht, man soll irgendwie, wenn man nicht mehr weiterkommt, sicher gehen, dass man alles anschaut, was irgendwie möglich ist. Das werden wir gleich ausprobieren. Okay, look hand. Schau mal auf deine Hand. Okay, look face. Okay. Door. It's a door. Ja, du sollst ja auch unten drunter. Look shoes. Digga, you have feet. Look feet. Ich komme mit diesem Spiel gerade eben nicht klar. Entweder bin ich zu blöd. Also wir haben diese Pillen. Aber wie soll denn die Tür aufgehen? Irgendwie muss die Tür aufgehen, Leute. Wir müssen mal die Tür aufkriegen. So, ich spiele das jetzt so lange, bis das funktioniert. Scream. Schrei doch mal. Talk. Speak. Nee, nicht Sepak. Speak. Dance. Cry. Er kann einfach gar nichts. Der Typ steht da nur rum und kackt sich am laufenden Band ein. Ich verstehe auch gar nicht, wie man so inaktiv sein kann. Das kotzt mich richtig an. Weißt du, der steht da einfach rum und guckt auf den Boden. Der tut ja nichts gegen seine Situation. Der will seinem Darm ja gar nicht helfen. Aber ich gebe es zu, ich habe gerade eben mich kurz mal an eine Komplettlösung rangewagt. Kurz mal reingeschaut so ein bisschen. Hab dabei was ganz einfach rausgefunden. Leute, weißt du, man kann eine Tür ja nicht nur drücken. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal wusstet. Also eine Tür geht ja entweder nach innen oder nach außen aus, ne? Und wenn du irgendwie einfach mal hier pull, ja? Also ziehen, die Tür aufziehen eingibst, dann funktioniert das auch. So, Head in Toilet. Mach das bitte mal. Head in Toilet. Schade, funktioniert nicht. Take a shit. Der doch nicht in dich rein. Ey, ich krieg's nicht mal mehr hin, wenn das offen ist. So, ich will jetzt zumindest mal hier das mit dem Klo muss er hinkriegen. Wir nehmen das jetzt einfach alles durch. Scheiß drauf, ob ich jetzt hier gerade am Komplettlösung bin. So, use Toilet. Benutze die Toilet. Go to Toilet. You sit on toilet. So, und jetzt kannst du ja einfach sitzen bleiben und kannst irgendwie ewig die Mona Lisa angucken, die sich wahrscheinlich an der anderen Ende vom Raum befindet. Es kotzt mich an mit ihm. Shit. You forgot to take your pants off. You just shit your pants. Es ist so traurig. Jetzt habe ich es halt tatsächlich geschafft, mich auf dem Klo sitzend. Wenn irgendwann mal jemals jemand die Audio-Files dieses Videos nimmt, fällt mir gerade auf. Und das Spiel dazu nicht zeigt, dann hat er andauernd Sätze von mir wie, jetzt habe ich mich eingeschissen, jetzt habe ich mich eingeschissen, während ich auf dem Klo saß und eigentlich die Hose noch anhatte, all so ein Zeug. Das ist brandgefährlich, sag ich dir, Mensch, das ist ein ganz anderes Kaliber hier. Aber ich sage euch was, Leute, ich könnte, also, hier von wegen use toilet, go to toilet, sowas, go to toilet, genau. Ich könnte dieses Spiel den ganzen Tag. Get off the toilet first. Okay. Off toilet. So. Pull pants off. Geil. Jetzt ist er nackt. Also ich könnte dieses Spiel echt den ganzen Tag lang spielen. Und jetzt haben wir hier wirklich das auch mit dem Shitting mal richtig hinbekommen. Aber das ist so spaßig. Das ist so spaßig. Das macht so Spaß. Wirklich. Es gibt. Also das auch wunderschön. Einfach. Ist auch ziemlich geil, finde ich. Wie seine Hautfarbe. Einfach fast die gleiche Farbe hat wie die Wand. Also dieses Spiel ist wirklich, ist einfach geil. Aber ich möchte noch ein paar, ich gehe mal hier wieder kurz auf die Komplettlösung rüber und suche uns noch ein paar weitere Endings raus. Also tatsächlich, ich habe gerade so ein bisschen mich durch die Komplettlösung durchgelesen, haben wir am Anfang, dadurch, dass ich mich einfach schon mehrmals halt eingeschissen habe, schon ziemlich viele Endings hinbekommen. Also es gibt jetzt halt noch logischerweise die Möglichkeit, also die Zeit haben wir ja schon mal ablaufen lassen, das ist ein Ending, dann haben wir schon mal direkt in die Hosen geschissen, das ist ein Ending, die Pilz kann man nehmen, das ist ein Ending. Man kann natürlich auch einfach take pants off, ist auch so ein kleiner Englischunterricht hier nebenbei, sich einscheißen, während man die Hosen ausgezogen hat und dann scheißt man nämlich direkt auf den Boden. Und das ist dann auch voll das krasse Achievement. Oder, was man auch noch machen kann, ey, also das braucht natürlich, bis man sowas rausfindet. Ich habe am Anfang, wirklich, habe ich schon bewiesen, dass ich mich ziemlich gut mit Scheiße auskenne. Das liegt daran, das war auch mal wieder gerade so ein komischer Satz. Jedenfalls, was man auch noch machen kann, ist take pills slowly und dadurch. Nein, verdammt, warte mal, das war was ganz anderes. Gehe nochmal kurz auf quit, das war was anderes. Das war, hallo, ich würde gerne quit. So, das war was ganz anderes. Man kann nämlich hier play und dann kann man fart
slowly. So, und dann wird nämlich die Zeit, wie man das gerade eben gesehen hat, wird dadurch ein bisschen erhöht, der Timer, weil man nur so langsam, nur so ein ganz kleines, so einen ganz leichten Schleicher, das sind immer die, die am fiesesten stinken, ne, das lernt man schon mit 3 im Kindergarten, ihr wart da im Kindergarten, ich war da schon an einer Universität für hochbegabte Dreijährige und hab, ja, wirklich, also, einige Krankheiten geheilt, auch wirklich sehr, sehr viele Theorien entworfen, natürlich alles in Verbindung mit dem Stoffwechsel-Endprodukt. Was passiert eigentlich, wenn man Stoffwechsel-Endprodukt eingibt? Stoffwechsel-Endprodukt. Passiert da auch was Tolles? I don't know how to Stoffwechsel-Endprodukt. Das ist auch sehr, sehr schön. Was passiert, wenn man Kedos eingibt? I don't know how to Kedos. Das könnte ein geiler Song sein. I don't know how to Kedos. Und dann kommt der Drop. Jedenfalls, jetzt sollte das nämlich, sollte das auch irgendein Ending geben. Also weil die Pillen halt dann jetzt irgendwann funktionieren. Und dann... Ja, scheißt er sich halt nicht ein, weil die Pillen funktionieren und dann? Oh, dann funktionieren sie doch nicht mehr. Und was es auch noch gab in der Komplettlösung, war sowas ganz komisches. Nämlich Seppuku. Seppuku. Das google ich jetzt mal kurz. Seppuku bezeichnet eine ritualisierte Art des männlichen Suizids, die etwa ab der Mitte des 12. Jahrhunderts in Japan innerhalb der Schicht der Samurai verbreitet war und 1868 offiziell verboten wurde. Ein Mann, der wegen einer Pflichtverletzung sein Gesicht verloren hatte, konnte durch Seppuku die Ehre seiner Familie wiederherstellen. Weitere Gründe für Seppuku waren unter anderem Strafe für einen Gesetzesverstoß oder das sogenannte Oibara, bei dem Ronin herrenlose Samurai, die ihren Daimyo, Lokalherren im feudalen Japan verloren hatten, diesem in den Tod folgten, falls er es ihnen schriftlich erlaubt hatte. Der Begriff Harakiri von Hara, Bauch und Kiro schneiden, umgekehrte Reihenfolge der Kanji-Schriftzeichen, wird vor allem in Europa und Amerika benutzt. Ach so, ja, das kenne ich. Weiß ich, was das ist. Also weiß ich tatsächlich, aber ich wusste nicht, dass man dazu auch Seppuku sagen kann. Also Leute, mit diesem grandiosen Bild, da hat er sich jetzt einfach mal irgendwie selbst zu Tode geschissen oder irgendwie sowas in die Richtung, beenden wir dieses niveauvolle und also tatsächlich auch pädagogisch wertvolle Let's Play. Ich meine, ihr habt ein bisschen Englisch gelernt oder ein bisschen was aufgefrischt, falls ihr da manche Begriffe nicht konntet, wie zum Beispiel Door für Türe. Das ist ein Begriff, den lernt man erst sehr, sehr spät im Englischstudium für absolute Masterstudiengänge Harde Boys. Und jedenfalls auch Seppuku habe ich euch ja sogar zusätzlich mit dem Wikipedia-Artikel hier noch vorgelesen und ein bisschen erklärt. Das sind eindeutig Sachen, da braucht mir keiner mehr erzählen, dass man bei meinen Let's Plays nichts lernt. Ne? Das war Don't Shit Your Pants. Ich hatte wirklich sehr viel Spaß mit diesem Spiel. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüsschen.